Wirbel um Arne Christiani. Der Bürgermeister von Grünheide soll als IM Peter Förster für die Stasi gearbeitet haben. Christiani bestreitet die durch Recherchen eines Zeitungsverlags öffentlich gewordenen Vorwürfe, wollte sich aber vor unserer Kamera nicht äußern. Bei der Beauftragten des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur sind die Vorwürfe gegen den Bürgermeister der Tesla-Gemeinde seit Jahren bekannt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, über solche Fragen zu sprechen, weil ansonsten unterschwellig weiter Vorstellungen, Verdächtigungen, Fantasien entwickelt werden. Deswegen bin ich sehr dafür, solche Dinge offenzulegen, Transparenz herzustellen und darüber zu sprechen. Dr. Maria Noke weiß, dass es noch immer ein großes Bedürfnis nach Aufklärung gibt. Das sollten auch die Grünheider berücksichtigen. Also die Geschichte ist ja schon länger. Es ist ja schon immer wieder mal darüber gesprochen worden, dass der Bürgermeister da mit der Stadtsicherheit zusammengearbeitet hat. Er ist trotzdem wiedergewählt worden, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass er selbst sich auch zu seiner Geschichte, stellt und da auch Transparenz herstellt, weil natürlich auch eine Glaubwürdigkeit damit zusammenhängt, dass die Dinge offengelegt werden. Und wenn die Bürger und Bürgerinnen ihn dann nach wie vor akzeptieren, dann ist es eine Entscheidung in einem demokratischen Staat, dass man eben auch diese Fragen offengelegt hat und damit umgeht. Christiani hat laut Zeitungsberichten den Vorgang an seine Anwälte abgegeben. Bislang soll die Mehrheit der Gemeindevertreter hinter dem Bürgermeister stehen.